Und ein Brauch, der hier an Reyes stattfindet, ist, dass man hier einmal den Roscón de Reyes isst. Na, habt ihr auch mal Lust bekommen, ein Roscón de Reyes zu probieren? Lucky, lucky, lucky me. Lucky, 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 I wanna let the door hit when I leave. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, von Flengernka. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen zur Weihnachtszeit, zu den generellen winterlichen Bräuchen hier bei uns in Spanien. Ich würde sagen, auf geht's, wir starten direkt los. Wenn ihr neu hier seid, jetzt auf jeden Fall erstmal abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn hier auf diesem Vlog bekommt ihr Auswandertipps, Travel-Tipps und wir nehmen euch mit auf Reisen und zeigen euch hier mehr von der wunderschönen Umgebung hier in Spanien. Falls ihr neu hier seid und mich noch nicht kennt, stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin Anka, Flying Anka. Ich lebe seit 9,5 Jahren hier in Spanien, in der Region von Murcia. Ich habe hier in Spanien studiert und arbeite auch hier und ich möchte euch gerne mitnehmen, euch mehr erzählen von der wunderschönen Region hier. Und jetzt starten wir direkt los mit winterlichen Bräuchen und Weihnachtsbräuchen hier aus Spanien. Ich erzähle euch auf jeden Fall das, was ich erlebt habe, was meine Erfahrungen sind und sowohl, was ich jetzt alles so in den letzten Jahren mitnehmen konnte. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Und ich wollte erstmal anfangen mit einem kleinen Vergleich zwischen Deutschland und Spanien. Also in Deutschland gibt es ja erstmal die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit. In Deutschland hat man ja den Nikolaus, den Adventskalender und auch vor allem die vier Sonntage vor Weihnachten. Das sind ja die vier Adventssonntage, wo man an jedem Sonntag eine weitere Kerze anzündet. Und das sind Dinge, die ich hier in Spanien noch nicht so kennengelernt habe. Hier gibt es zwar jetzt mittlerweile in Supermärkten auch diese typischen Adventskalender mit Schokolade drin für die Kinder, aber ich glaube, das ist mehr so eine internationale Sache, denn hier generell die Kinder kennen das nicht, so einen Adventskalender zu haben. Und als ich das meinen Freunden mal geschenkt habe, ja, ein Adventskalender, aber das ist jetzt hier nicht so, dass die Kinder das schon früher hatten aus deren Kindheit. Und generell zu den Adventssonntagen, wenn ich sage, oh, wir machen jetzt jeden Sonntag eine Kerze an, das ist hier auch nicht so bekannt. Und die Vorweihnachtszeit ist hier einfach anders, würde ich sagen. Eine weitere Tradition ist natürlich auch der Nikolaus, dass man die Schuhe vor die Tür stellen muss und dann Nikolaus feiert und dass wir alle Süßigkeiten bekommen. Das ist eine weitere Tradition, die ich hier in Spanien vermisse, die es hier auch nicht so gibt, die nicht so gefeiert wird. Aber dafür ist die Vorweihnachtszeit in Spanien auf jeden Fall anders. Es gibt hier auch kleine Weihnachtsmärkte, auf jeden Fall nicht so groß wie in Deutschland, aber es gibt kleinere in den Städten. Und es gibt hier viele große Krippen, die in den Orten oder generell vor den Rathäusern aufgebaut werden. Die sind riesig groß und auch richtig schön mit anzusehen. Am 22. Dezember wird hier in Spanien die größte Lotterie der ganzen Welt gefeiert. Denn dann ist hier nämlich die La Lotería de Navidad, El Gordo. Habt ihr schon mal davon gehört? Wenn nicht, ist jetzt auf jeden Fall Zeit, davon zu erfahren. Die Spanier sind ja im Sommer schon unterwegs und fahren in Urlaub. Und wenn sie dann zum Beispiel einen Zwischenstopp in Madrid machen, dann gehen sie auch gerne schon mal in den Lottoladen und sichern sich ihr Lotto-Ticket. Denn die Gewinnchance ist einfach höher, wenn man in ganz Spanien Stopps macht und sich da die Décimos besorgt. Ein Décimo ist das Lotto-Ticket und da steht dann die Lottozahlennummer drauf. Und das ist quasi die Nummer, womit man dann gewinnen kann. Und jedes Lotto-Ticket hat quasi die gleiche Chance und am 22. Dezember werden dann diese Lotto-Tickets gezogen. Innerhalb einer Firma besorgen sich auch viele Mitarbeiter oder generell der Chef oder die Firma zusammen, besorgen sich auch teilweise alle Decimos von einer Nummer, also alle Lotto-Tickets, die von einer Nummer bestehen und versuchen dann quasi ihr Glück. Und wenn diese Nummer gezogen wird, ist natürlich die Freude enorm groß. Und auch das Teilen wird hier an der Lotteria, also generell an der Teilnahme vom Lotto, ganz, ganz groß geschrieben. Man teilt sich Lotto-Tickets, um einfach die Gewinnchance zu erhöhen. Und am 22.12. werden dann diese Lotto-Tickets gezogen. Und dann singen die Kinder quasi, die ziehen dann die Nummern raus. Ein Kind singt dann immer die Zahlen vor, die Gewinn, und das andere Kind singt dann die Gewinnsumme vor. Was ihr aber bestimmt noch nicht wusstet, das ist, dass ihr aus Deutschland sogar auch an der Lotería de Navidad hier aus Spanien teilnehmen könnt. Wenn ihr Interesse habt, im nächsten Jahr auch dran teilzunehmen, schreibt uns an. Ich sage euch gerne den Link, wie ihr auch aus Deutschland teilnehmen könnt an der größten Lotterie der Welt. So, nun kommen wir zu den eigentlichen Weihnachtsfeiertagen. Hier in Spanien ist der 24. zum Beispiel kein Feiertag und erst seit einigen Jahren wird hier der 24. eher gefeiert. Und trotzdem ist hier der allergrößte Weihnachtsfeiertag der 25.
Und der 26. ist hier in Spanien zum Beispiel kein Weihnachtsfeiertag. Also ist hier wirklich nur der Weihnachtsfeiertag der 25. Und ja, seit einigen Jahren ist es halt so in Spanien, dass man entweder die Weihnachtsgeschenke am 24. abends gibt oder am 25. morgens. Generell kommt man hier am Heiligabend mit der Familie zusammen und isst schön und man feiert dann den Abend schön und gesellt sich mit der Familie zusammen und sonst verbringt man den ganzen Weihnachtsfeiertag zusammen. Generell durch die Globalisierung und die Modernisierung, durchs Fernsehen, durchs Internet, ist es halt so gekommen, dass mit den Jahren hier auch mittlerweile der 24. gefeiert wird. Früher war das nicht so, aber heutzutage ist es schon so, dass man sich am 24. auch zusammensetzt mit der Familie und einfach den Heiligabend auch feiert. Und zum Thema Geschenke ist es entweder so, dass man am 24. abends die Geschenke vergibt oder am 25. morgens, aber es kommt auf jeden Fall auf die Familie drauf an. So, nun kommen wir zu Silvester, der letzte Tag im Jahr. An Silvester gibt es generell hier in Spanien weniger Silvesterkracher im Vergleich zu Deutschland. Und hier gibt es eine ganz große Tradition, die hier auch richtig groß gefeiert wird. Und zwar sind das die Uvas, die Weintrauben. Hier ist es an Silvester Tradition, dass man zu jedem Glockenschlag eine Weintraube isst. Und zwar sind es insgesamt 12 Weintrauben. Das heißt, man isst zu jedem Glockenschlag, zu jedem von diesen 12 Glockenschlägen eine Weintraube. Das steht quasi für die 12 Monate im Jahr. Also isst man eine zu jedem Glockenschlag eine Weintraube. Und das soll quasi Glück bringen fürs neue Jahr. So, und jetzt gibt es hier noch ein Fest, was in Spanien richtig groß gefeiert wird. Ihr wisst vielleicht, dass die Spanier generell sehr katholisch sind. Es ist ein sehr katholisches Land. Und hier in Spanien sind ja auch Ferien noch bis nach dem 6. Januar. Und zwar ist das, weil hier in Spanien die Heiligen Drei Könige ganz groß gefeiert sind. Ganz groß gefeiert werden. Und zwar sind das hier die Reyes. Los Reyes sind also die Heiligen Drei Könige. Hier gibt es riesengroße Paraden, es sind diese riesengroßen Umzüge und man feiert das einfach richtig groß. Wenn ihr mal eine richtig schöne Parade sehen wollt, müsst ihr auf jeden Fall nach Alcoy fahren. Alcoy ist ungefähr eine Stunde im Inland von Alicante und da gibt es eine richtig große Parade, die müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr hier in der Region seid und die kann ich euch absolut nur weiterempfehlen. Und ist auch eine der ältesten Umzüge hier in Spanien, also da müsst ihr auf jeden Fall mal hinfahren und euch die angucken. Diese Parade oder auch der Umzug hier aus Alcoy, der an den Reyes, also an Heiligen Drei Königen, am 6. Januar stattfindet, ist wirklich einer der ältesten hier in Spanien. Und wenn ihr könnt, kommt auf jeden Fall mal hierher und guckt euch ihn an, es lohnt sich wirklich. Und der findet, wie gesagt, am 6. Januar statt. Und eine weitere Tradition, die auch am 6. Januar ist, ist, dass man sich hier Geschenke übergibt. Das wird quasi noch größer gefeiert als Weihnachten, weil es einfach für die Spanier noch viel, viel wichtiger ist. Also sind die Geschenke am 6. Januar quasi noch viel wichtiger und auch viel größer. Und das ist also quasi eine größere Tradition als Weihnachten hier. Und ein Brauch, der hier an Reyes stattfindet, ist, dass man hier einmal den Roscón de Reyes isst. Das ist eine Art Kuchen. Und den isst man hier am 6. Januar, wie gesagt. Und man kann ihn entweder im Supermarkt besorgen oder auch in einer Bäckerei. Und es gibt hier verschiedene Arten von Roscón de Reyes. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Der Roscón de Reyes kann entweder mit einer Cremefüllung sein, mit einer Sahnefüllung oder mit einer Schokofüllung oder auch halb und halb. Und andere mögen ihn auch lieber ohne Füllung. Und er wird generell immer mit einer Schokoladentasse serviert und man kann ihn entweder reindippen oder auch nur die Schokoladentasse quasi dazu trinken, dieser Kakao, ein Kakaogetränk quasi dazu. Und generell isst man diesen Roscón de Reyes zusammen mit der Familie oder mit den Leuten, mit denen man Reyes feiert. Und dann wird dieser Roscón quasi in mehrere Stückchen aufgeteilt und jeder bekommt quasi ein Stückchen von diesem Roscón de Reyes zu essen. Und in diesem Roscón de Reyes obendrauf sind erstmal kandierte Früchte und innen drin sind zwei Figuren. Und von diesen zwei Figuren findet man einmal drin El Haba, das ist eine getrocknete Bohne. Und wer das Stückchen Kuchen quasi mit der getrockneten Bohne bekommt, muss im nächsten Jahr wieder den nächsten Roscón de Reyes besorgen. Das ist quasi, das sagt so die Tradition. Und wer die andere Figur bekommt, das ist der König, der hat quasi Glück fürs neue Jahr. Das ist hier die Tradition vom Roscón de Reyes. Na, habt ihr auch mal Lust bekommen, ein Roscón de Reyes zu probieren? Und zusätzlich zum 22. Dezember, wo es ja die große Lotterie El Gordo gibt, gibt es auch noch am 6. Januar eine weitere Lotterie. Das ist La Lotería del Niño. Allerdings haben wir selber die noch nicht gespielt, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Lotterie hier in Spanien.
Genau, und wir sind ja gerade hier generell im Winter in Spanien und viele Deutsche, Skandinavier oder generell aus dem Norden von Europa, viele Leute kommen gerne im Winter nach Spanien, nicht nur im Sommer. Denn hier in Spanien ist das Wetter im Winter generell ziemlich stabil, zumindest hier an der Küste, wo wir leben oder auch im Süden oder auch auf den Kanarischen Inseln. Und gerade da das Wetter im Winter so stabil ist, kommen die Leute gerne hierher und überwintern hier. Wir haben hier generell tagsüber im Moment um die 15 bis 20 Grad. Gerade wenn man einen Tag erwischt wie heute, wir haben strahlend blauen Himmel, um die 20 Grad und das ist natürlich wunderbar. Da kann man den Tag richtig genießen, einfach um spazieren zu gehen, eine Runde am Strand spazieren zu gehen oder einfach mal den Tag an der frischen Luft zu genießen. Natürlich richtig schön. Wenn man das vergleicht, in Deutschland sind gerade um die 0 Grad und das ist natürlich schon ein Luxus, wenn man das gerade hier so vergleicht. Man muss aber auch bedenken, das Wetter ist nicht überall in Spanien so. Es gibt auch Regionen, da ist es auch frisch, kalt, es kann auch wirklich mal schneien jetzt im Januar, Februar, aber es kommt auf jeden Fall auf die Region drauf an. Was bei uns hier in der Region von Murcia halt oft sehr oft passiert ist, dass man morgens aus dem Haus geht und es ist richtig kalt und man hat eine dicke Jacke an und sobald es dann Mittag wird, zieht man sich einfach alles wieder aus, weil es einfach so warm ist und teilweise sitzt man nur noch im T-Shirt im Auto. Gerade im Auto, da erhitzt sich die Temperatur und auch wenn man eine Runde spazieren geht, einfach die Jacke dann wieder auszieht, weil die Sonne einfach so strahlt. Und ja, abends wird es dann wieder frisch, dann heißt es wieder Jacke anziehen und abends wird es dann echt nochmal kühl, dann wieder so um die 8, 9 Grad. Aber wenn man tagsüber so um die 20 Grad hat, das ist schon so ein Umschwung von morgens, mittags und abends einfach. So, das war jetzt eine kleine Zusammenfassung von Bräuchen und Traditionen, kleiner Vergleich zwischen Spanien und Deutschland und wie ich das Ganze hier in Spanien so in den letzten Jahren mitgenommen habe. Und wenn euch noch irgendwas Spezifisches interessiert zum Thema Auswandern, zum Leben hier in Spanien, zu unserer Region oder auch zu anderen Regionen, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Ich bin total gespannt auf eure Fragen und nehmt die auch gerne mit auf in andere Vlogs. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ihr mich wieder anschreibt. Ich habe auch schon mit vielen von euch bin ich schon in Kontakt getreten und das ist einfach immer schön, wenn ihr mir schreibt. Und ich freue mich, euch auch immer wieder helfen zu können. Und ich würde sagen, wir sehen uns im neuen Video wieder und ich sende euch ganz, ganz liebe sonnige Grüße. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Ich sende euch liebe sonnige Grüße aus Spanien. Liken, subscriben und abonnieren nicht vergessen. Bis bald. Ganz liebe Grüße aus Spanien.